Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror, wo wir das Grab von William geöffnet haben und den fünften heiligen Schlüssel jetzt gleich in unseren Händen halten werden. Der fünfte und letzte Schlüssel. Sehr schön. Nur, was machen wir jetzt damit? Da bin ich mir tatsächlich noch gar nicht sicher. Ich würde sagen, wir kehren nach Black Mirror zurück. Gut. Dann gehen wir mal weiter voran. Zurück. Hoch. Unsere Kutsche. Jemand muss damit zur Kirche gefahren sein. Ja, aber... Victoria? Aber... Ich werfe besser einen Blick in die Kirche. Ja gut, das kann natürlich sein. Das war Bates. Was macht er denn hier? Warum ist er so schnell in den Beichtstuhl verschwunden? Ich muss es irgendwie herausfinden. Jemand kommt. Wahrscheinlich Pater Frederick. Ich habe vor wenigen Minuten Schritte gehört. Ist jemand vor Ihnen hereingekommen? Ich habe niemanden gesehen. Sie müssen mich gehört haben. Vielleicht haben Sie recht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, Pater. Danke. In dem Fall werde ich jetzt gehen. Okay, das wird jetzt etwas unmoralisch. Wir werden jetzt wahrscheinlich Bates die Beichte abnehmen. Pater, mich belastet ein furchtbares Geheimnis. Ich weiß, wer dieses Böse verursacht hat. Ich weiß, wer diese Menschen umgebracht hat. Ich kann es nicht länger ertragen, dieses Geheimnis für mich zu behalten. Darum muss ich es beichten. Ich habe gesehen, wie er sich durch die finstere Nacht schlich. Seine Hände waren blutbefleckt. Ein furchtbarer Anblick. Ich versteckte mich schnell, damit er mich nicht sehen konnte. Als ich sein Gesicht sah, ließ mich der Anblick vor Angst erschauern. Diese Augen sehe ich immer noch vor mir. Ich habe so lange geschwiegen. Ich konnte es niemandem sagen. Man hätte mir sowieso nicht geglaubt. Ich selbst hätte es nicht geglaubt, wenn ich sein Gesicht nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich habe Angst, seinen Namen auszusprechen, Pater. Sprich weiter, mein Sohn. Ich weiß, dass der Teufel viele Gesichter hat. In dieser Nacht habe ich eines davon gesehen. Es war das Gesicht des Schlossherrn von Black Mirror, vom jüngsten Mitglied der Familie, Samuel Gordon. Das müssen die Haare des Mörders sein. Der Mörder hat also schwarze Haare. Zurückkehren. Wenn deine Tage beendet sind, wird mich niemand mehr aufhalten. Möge Gott ihm seine Sünden vergeben. Kapitel
Kapitel 6. Der Blick durch den Spiegel. Vergib mir meine Sünden, Herr, und gib mir die Kraft, weiterzumachen. Gib mir die Kraft, gegen das Böse zu bestehen und den Fluch zu beseitigen, der schon so lange auf meiner Familie lastet. Gib mir die Kraft, Herr. Amen. Es gibt nur einen Weg vom Allerheiligsten der Kirche aus. Ich muss in die Tiefen der Katakomben hinabsteigen und die Quelle des Bösen zerstören, das von meiner Seele Besitz ergriffen hat. Tja, jetzt müssen wir mal schlucken. Wir kennen jetzt den Mörder. Es ist Samuel selbst. Samuel, der von dem Fluch befallen ist, von dem wir die ganze Zeit gelesen haben, den wir eigentlich versuchen zu verhindern, indem wir die fünf Schlüssel besorgen, um dann den schwarzen Spiegel Black Mirror zu schließen, das Tor zwischen den Welten. Und tja, jede Nacht, immer dann, wenn Samuel Kopfschmerzen hatte, immer dann, wenn er Mist geträumt hat, dann war das kein Traum. Dann hat er den Mord tatsächlich begangen. Das ist der große Twist dieser Geschichte, an den Twist habe ich mich natürlich auch noch dran erinnert. Deswegen trifft er mich jetzt nicht so scheunentormäßig, euch vielleicht schon. Die Geschichte bedient sich des Kniffes des unzuverlässigen Erzählers. Man nimmt ja als gegeben, was hier erzählt wird, und das wird einfach ausgelassen. Das ist ein netter Kniff. In der Literatur sehr häufig verwendet tatsächlich. Gar nicht so selten. In Computerspielen aber eher seltener tatsächlich. Fällt mir spontan nur, ja, im Ansatz Bioshock ein. Im Ansatz. Aber nur im Ansatz. Nun gut. Das letzte Kapitel ist geschlagen. Nee, das letzte Kapitel ist geschlagen, sagt man so nicht, ne? Das letzte Kapitel ist aufgeschlagen. Wir müssen in die Katakomben. Wir müssen den Spiegel schließen. Tja, und die einzige Stelle, wo das Sinn macht, ist wahrscheinlich dieses Stein. Mehrere seltsame Symbole in einem Kreis. Relief, ja. Das unterirdische System diente in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht nur dazu, das Wasser zu verteilen. Ich würde vermuten, dass wir hier doch nicht weiterkommen? Ich hätte jetzt gedacht, dass man hier mit den Schlüsseln etwas tun kann. Aber irgendwas hat es natürlich hiermit zu tun. Vielleicht müssen wir hier eine Kugel einsetzen. Aber ich kann ja wirklich nur das Pentagramm anklicken. Ne? Deswegen macht es ja, glaube ich, gar nicht wirklich Sinn. Wir können uns nochmal, vielleicht steht da was dazu. Das sind halt die Symbole, ne? Okay. Hier kommen wir nicht wirklich weiter. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Aber ich sehe nichts. Irgendwas muss es damit zu tun haben. Ich probiere mal alles durch. Schlüssel sind's nicht. Der Ring, natürlich, der Ring. Die Symbole sagen uns was. Diese Symbole, sie führen hierher. Die Symbole sagen uns was. Wir schauen nochmal hier rein. So, ich vermute mal. Ich
mache mal ein Bild davon. So. Ich vermute mal, in der Reihenfolge müssen wir die drücken. Dann bist du der Erste. Was ist das, der Knopf, den wir drücken müssen? Der Zweite ist vermutlich das. Der Dritte ist... Zweite und Dritte bin ich mir nicht sicher. Die sehen ein bisschen ähnlich aus. Dritte, der Vierte ist klar. Der Fünfte müsstest... Gucken nochmal. Ja, das müsstest du sein. Und irgendwas passiert. Grundgütiger. Das sind bestimmt die Katakomben, die in Markes Chronik erwähnt werden. Ich fühle mich elend. Gut, und ich würde jetzt gerne kurz speichern. Ach, verschlug ich mich schon total. Weil ich davon ausgehe, in einem Spiel, wo man sterben kann, wird es jetzt gemeingefährlich. Oh nein. Ist das ein Labyrinth? Oh nein. Es ist ein Labyrinth. Hatte ich in diesem Spiel schon erwähnt, wie gern ich Labyrinthe habe? Irre gern. Hier ist eine Öffnung. Eine kleine Öffnung in der Wand. Okay. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter, okay. Was hast du denn da gerade aufgesammelt? Er passt perfekt in die Hand. Und das ist schön für dich. Aber ich weiß nicht, was es ist. Talisman. Na gut, jetzt gehen wir hier mal nach hinten. Hier ist eine Fahne. Ich habe keine Ahnung, wem das gehört haben könnte. Das ist doch egal. Und ein Helm? Und hier ist auch wieder so ein Symbol. Ich habe etwas in der Ferne gehört. War das gut? Ich bin etwas ängstlich. Ich mache jetzt auch mehrere Spielstände. Tod 2. So. Tod ist natürlich auch... Ich hätte es jetzt Katakomben nennen können oder sowas. Gehen wir erstmal hier links lang. Oh, hier ist ein Abgrund. Ich sehe den Boden nicht. Ich sehe den Boden nicht. Dann spring! Nein, lass es sein. Gehen wir nach da hinten. Das scheint... Hier ist wieder eine Öffnung. Könnten wir den... Ich werfe einen Blick hinein. Oh. Alles klar. Ja, gut, dass wir gerade nochmal gespeichert haben. Oh, jetzt gehe ich ganz woanders lang. Okay, wartet mal. Das ist aber so ein bisschen... Ja, genau, da habe ich eben reingeschaut. Das sieht so aus wie die Öffnung... Es lässt sich nicht öffnen. Es hat kein Schloss. Ja, aber das sieht genauso aus wie das hier. Fein. Da fehlt etwas. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, ich weiß was, nämlich das hier. Das haben wir im Buch gesehen. Jetzt sind Knöpfe angegangen, bei denen ich aber beim besten Willen nicht weiß, in welcher Reihenfolge ich die drücken soll. Wir gucken uns erstmal weiter um. Was ist das? Eine in Stein gemeißelte Bestie. Gruselig. Eine große Kerze. Eine große Kerze. Die zünden wir mal an.
Ist wieder so ein Loch. Ich mach mir noch einen dritten Spielstand. Nennt mich Feigling. Nennt mich Feigling, gerne. Dann gucken wir in diese Öffnung. Ich habe ja die Vermutung... Ich werfe einen Blick hinein. Ja, ich weiß schon, was passiert. Ja, ja. Das ist... man hat's kommen sehen. Okay. Dann werfe ich keinen Blick mehr hinein. Was ist das denn hier? Skelett? Das muss ein harter Kampf gewesen sein. Die Leichen sind über den ganzen Gang verteilt. Hier gibt's ein Schwert. Gut, wofür ich das jetzt brauche, keine Ahnung. Die Frage ist jetzt wirklich, welche Knöpfe man drücken muss, ne? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Hier war der Eingang. Hier gibt's auch keine Knöpfe. Hier gibt's aber Knöpfe. Vielleicht muss man... Wie kriege ich raus, welche Knöpfe man drücken muss? Steht das irgendwie in dem Tagebuch? Aber nicht wirklich, ne? Oder muss man es einfach probieren? Die kann man an- und ausmachen. Schwierig. Wir könnten alle Lampen anmachen, aber ich weiß halt nicht. Ich mache mal ein paar Lampen an. Und dann schauen wir mal, ob dadurch irgendwas passiert. Hier sind keine Lampen. Okay. Da war, glaube ich, nur ein Loch. Ja. Oh. An die Lampe kommen wir gar nicht ran. Vielleicht müssen wir doch alle Lampen anmachen. Das würde dann entsprechend Sinn machen. Und wir müssten überlegen. Ja, hier ist keine Lampe. Wir müssten überlegen, wie wir den Abgrund da überwunden bekommen. Hier war ja der Eingang. Jetzt gehe ich erstmal hier nach hinten. Da ist noch eine Lampe. Hier sind beide Lampen. Solange uns nicht so eine Lampe auf den Kopf fällt, ist alles gut. So. Hier ist ein Loch, ein tödliches Loch. Hier ist noch eine Lampe. Und wenn ich per se von dem Schachbrett, auf dem wir uns hier bewegen, die richtige Vorstellung habe, dann müsste jetzt nur noch eine Lampe fehlen. Und das ist genau die über den Abgrund. Gehen wir mal zu dem Abgrund. Aber wir haben keine Leiter oder sowas. Ich weiß nicht, wie groß ist das Schwert? Kann man hier... Kann man scheinbar. Samuel?
Das war so nicht gedacht. Wirfst du das auch da rein? Habe ich mich jetzt verbaut? Kann man das... Was? Hä? Okay, ich glaube, wir haben die Falle deaktiviert, weil ein gewisses Gewicht reingefallen ist oder so. Das ist cool. Jetzt kommen wir zumindest an den letzten Knopf, aber die Logik, naja. So, jetzt sind alle Lampen an. Außer die, wo hier die Löcher sind, wo ich Angst habe zu drücken. Aber ich vermute ja, dass es hier weitergehen müsste. Das ist nicht der Fall. Also irgendwas fehlt noch. Vielleicht habe ich irgendeine Lampe nicht gesehen? Irgendwas? Oder bestimmte Lampen dürfen halt nicht an sein. Aber welche? Das ist ja... Tja. Wie kann man das rauskriegen? Hier ist der Eingang. Tja, ich bin jetzt ein bisschen überfragt, welche Lampen man anmachen muss. Ich muss irgendwas übersehen haben. Bin mir sehr sicher. Der Weg ist blockiert. Ja. Ihr seht mich ratlos. Irgendwas muss ich übersehen haben. Nische? Was zum Geier ist das? Ist das... Ah. Das muss die Karte des Labyrinths sein. Okay, ja, das haben wir uns ja eh schon gedacht. Aber da ist auch nicht eingezeichnet, welche Lampen es sei denn. Das würde auch Sinn machen, warum wir die Kerze brauchen. Okay. Davon mache ich mir natürlich ein Bild. So. Gut. An der Stelle machen wir aber jetzt nochmal eine ganz kurze Pause. Also für mich kurz, für euch ein Tag. Tut mir leid. Ich glaube, wir stehen unmittelbar vor dem Ende. Es kann also sein, dass die nächste Folge etwas kürzer wird. Aber
Wir machen ja auch immer noch eine kleine Retrospektive. Ich hoffe, es wird dann nicht zu ganz zu kurz. Vielleicht kommt aber auch noch was. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Dieses ganze Labyrinth hat sich in meinem Gehirn gelöscht. Also, sorry. Wie dem auch sei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao.